Nichts für Weicheier. Mut zur Wahrheit. Ken Jebsen. Man erzählt Dinge, die man nicht selber glaubt, weil man denkt, der andere würde dasselbe glauben. Der glaubt es aber auch nicht. Das ist unser Dilemma. So. Sehr gut auf den Punkt gebracht, Bro. Und mir ist das persönlich egal, wer uns in diesen Krieg geführt hat. Ob es die Grünen waren, die Roten, die Gelben. Ist mir scheißegal. Wir haben in diesem Krieg nichts verloren. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Ich küsse euer Herz und zwar ziehen wir uns ein Video rein, ein Vortrag von Ken Jebsen. Nichts für Weicheier, Mut zur Wahrheit, Ken Jebsen. So, einer der wichtigsten Menschen, meiner Meinung nach, die wir in Deutschland haben, wenn es ums Thema Freiheit geht, wenn es ums Thema Alternative geht, wenn es ums Thema geht, andere Menschen aufzuwecken und sich vor allen Dingen hinzustellen und sich zu trauen, seine eigene Meinung zu sagen. Solche Charaktere fallen immer mehr weg in Deutschland. Also wir haben immer weniger Leute, die sich noch trauen, das, was sie denken, zu sagen, weil immer irgendwelche Chaoten dann aus dem Mainstream kommen und versuchen, diese Leute als schlechte Menschen darzustellen oder mit irgendwelchen dummen Gründen in die rechte Ecke versuchen reinzudrücken oder was auch immer so. So dass sich immer weniger Menschen noch trauen, ihre eigene Meinung auszusprechen. Und ich finde, das muss supported werden. Und deswegen ziehen wir uns einen alten Vortrag rein von Ken Jebsen. Ich will dazu anregen, dass immer mehr Leute sich trauen, das, was sie denken, auszusprechen, ohne Angst davor zu haben, was irgendwelche Mainstream-Gesellschaften oder irgendwelche, keine Ahnung, was die Gesellschaft dann zu einem sagt, weil die breiteste Masse der Gesellschaft ist gebrainwashed und die wissen gar nicht mehr, was Selbstdenken und selbst eine Meinung haben überhaupt bedeutet. So. Und deswegen, wenn du ein Typ bist, der auf der Suche nach der Wahrheit ist, der sich hinsetzen möchte und seine eigene Wahrheit finden möchte und die dann aussprechen möchte, wirst du immer gegen den Großteil der Gesellschaft kämpfen. Aber das ist wichtig, dass wir solche Menschen haben. Deswegen unterstützt solche Menschen, ich liebe euch. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben und der Peter geht los. Guten Abend. Geht's gut? Ja. Geht gut, ja? Gut. Das unterscheidet uns zum Beispiel. So ein Spontanreferat ist für mich eine relativ einfache Sache, weil ich gelernt habe, ohne Text zu sprechen. Alle, die sagen, der Mann spricht zu schnell, dann müssen Sie schneller werden. Okay? Wenn ich zu schnell spreche, müssen Sie schneller werden. Ich sage Ihnen auch warum. Weil die, mit denen Sie es zu tun haben, sind Ihnen sowieso immer einen Schritt voraus. Und die Täter nehmen auf Sie, Sie sind nämlich Opfer, keine Rücksicht. Wenn Sie mir nicht folgen können, haben Sie verloren. Okay? So, ich bin nicht hierher gekommen, um mir Freunde zu machen. Ich bin nämlich ein unabhängiger Journalist, das heißt, unabhängig, ich bin relativ autark. Mir ist die öffentliche Meinung egal. Wer kann das von sich behaupten als Journalist? Oder wer von Ihnen kann das von sich behaupten, dass ihm die öffentliche Meinung egal ist? So. Wer von euch kann das behaupten? Seid mal ehrlich, dass euch die öffentliche Meinung egal ist und dass ihr immer das aussprechen werdet, was ihr denkt und fühlt so. Wer kann das heutzutage noch von sich behaupten, Bro? Da sind wir doch schon angekommen, dass wir uns nicht mal mehr, also dass uns das so wichtig ist, was andere Menschen über uns denken, dass wir gar nicht mehr sagen, was wir denken und fühlen, weil wir einfach nur dazugehören wollen. So. Genauso, das sind genau diese Kandidaten, mit denen ich eben hier die Diskussion im Chat hatte auch so. Das sind genau solche Kandidaten, die sagen das, was sie sagen können und was sie sagen dürfen und womit sie sich auf der sicheren Seite befinden, dass der Mainstream applaudiert und sagt, ja, Digga, hast du richtig gesagt, der hat's verstanden so. Das ist das, was die möchten. Da geht es nicht darum, wirklich sich selbst zu fragen, ey, was passiert hier eigentlich gerade? Habe ich eine eigene Meinung? Was ist meine eigene Meinung dazu? Traue ich mich, meine eigene Meinung zu sagen? Das wird immer weniger, leider. Die meisten von Ihnen sind gefangen in einem System, wo Sie darauf angewiesen sind, dass zumindest die Nachbarn oder die, wo Sie arbeiten, gut über Sie denken. Ich habe mich davon lange verabschiedet. Weil in dem Moment, wo man das macht, macht man eine Art von Konsens. Man erzählt Dinge, die man nicht selber glaubt, weil man denkt, der andere würde dasselbe glauben. Der glaubt es aber auch nicht. Das ist unser Dilemma. So. Sehr gut auf den Punkt gebracht, Bro. Dann bist du in einem Konflikt mit dir selber so, weil du die Dinge aussprichst, die du eigentlich gar nicht fühlst. So. Das kann Auswirkungen auf deine Psyche haben, auf dein ganzes Leben haben. Das muss euch bewusst sein. Was kann der Einzelne eigentlich tun? Weil wir haben ja am 22. diese Veranstaltung, die nennt sich Wahl. Und ich habe mich ja ganz offen schon geoutet, dass ich Nichtwähler bin, was nicht heißt, dass ich nicht wähle. Ja? Ich bin ein extrem aktiver Demokrat, aber ich gehe nicht zu dieser Bundestagswahl. Und ich habe früher für den Wahl-O-Mat Werbung gemacht. Ich möchte Sie aufregen. Ich möchte, dass Sie richtig sauer werden.
Sie können auch auf mich sauer werden, ist mir egal. Aber Hauptsache, Sie benutzen Ihr Gehirn und machen mal was anderes, was Sie immer schon gemacht haben. Sie machen mal was Autarkes, solo. Ich finde das toll, dass so viele Leute hier sind, aber das heißt noch lange nicht, dass Sie im Recht sind, nur weil Sie mehr sind. Die erwarten von uns ja irgendwelche Antworten, die wir hier auf diesem Podium stehen. Sie brauchen keine Antworten von mir. Sie kennen die Antworten alle schon. Und Sie warten darauf, dass wir es kollektiv tun. Das ist ein Fehler. Sie müssen das alleine tun und vielleicht ist da noch jemand hinter Ihnen. Aber wenn Sie darauf warten, dass erst jemand hinter Ihnen sein muss, damit Sie losgehen, dann haben Sie schon verloren. Ja, okay. Ich muss in den letzten Tagen viele Gespräche führen mit Freunden und Verwandten, die mich immer fragen, Ken, ich habe gehört, du wählst, was soll ich denn wählen? Da fällt das Wort das geringere Übel. Das steht mir bis hier, okay? Bis hier steht mir das. Am besten behältst du die Stimme für dich und packst sie nicht in eine Wahlurne rein, sodass deine Stimme stirbt. Denn mit deiner Stimme in der Wahlurne kannst du nichts bewegen. Behalt die Stimme bei dir und veränder dich selbst, dann kannst du auch die Welt verändern. Ich möchte dir nur ein Buch kurz vorstellen. Das habe ich zufällig in meinem Bücherschrank gefunden von Susan George. Kennt vielleicht der ein oder andere. Hat Attack mitgegründet, Politologin, geht stark auf die 80 zu. Das Buch ist aus dem Jahre 2006, auf Deutsch sogar erschienen. Sie können es sich da also kaufen bei Booklooker für 6,98. Kostet also weniger als Fußballbücher mit Fingern drauf. Das Geld hat jeder. Und ich möchte nur ganz kurz aus einem Klappentext vorlesen, weil darum geht es nämlich hier. Es geht um das, was um uns herum passiert. Und Susan George schreibt im Klappentext, Sie brauchen eigentlich nur den Klappentext zu lesen, das Buch ist sehr ist gut durchstrukturiert, Sie haben danach viel verstanden, aber der Klappentext reicht eigentlich. Das ist das Einzige, was ich heute vorlesen werde. Hier steht Folgendes, und zwar geäußert von einem amerikanischen Spitzenmanager, okay? Ich würde die Globalisierung als Freiheit für meinen Konzern definieren, zu intervenieren, zu investieren, wo und wann er will und sich für möglichst geringe Restriktionen durch Arbeitsrecht und soziale Gesetze einzusetzen. Nur darum geht's. Nur darum geht's. Und diese Leute stellen sich am 22. zur Wahl und Menschen wie Sie denken ernsthaft darüber nach, ob sie dahin gehen. Nur darum geht's. Was ist mit Ihnen eigentlich los? Dass Sie ernsthaft darüber nachdenken, das geringere Übel zu wählen. Welche Partei das immer sein soll. Egal, welche Partei Sie wählen, die vielleicht weniger Stimmen hat. Auf dem Weg nach oben wird sie korrupt. Alle. Ja, auch die AfD. Verstehen Sie das nicht? Warum? Weil Menschen mit Macht nicht umgehen können. Ich weiß, was aus mir werden würde, wenn ich diesen Job hätte. Ich rate Ihnen, geben Sie mir ihn nicht. Ja, geben Sie ihn mir nicht. Behalten Sie den Job. Entscheiden Sie für sich selber, was passiert. Und versuchen Sie nicht, über Ihre Familie zu herrschen, sondern mit denen ein soziales System aufzubauen, wenn das nicht schon der Fall ist. Die versauen die Menschen. So, selbst wenn du mit guter Intention reinkommst und wirklich was bewegen möchtest, mit der Zeit wirst du kaputt gehen. So, die Politik ist dafür gemacht, um diese Parteien in eine gewisse Richtung. Es ist egal, mit was für einer guten Intention du reinkommst oder ob du wirklich was bewegen möchtest oder nicht. Am Ende wirst du aufgesaugt von dem System und das System wird immer gleich funktionieren, weil das System dafür sorgen muss, dass gewisse Leute noch mehr Macht und Geld bekommen oder diese Macht erhalten können. Das ist darauf aufgebaut. Dafür ist das da. So, Parteien sind nicht dafür da, um irgendwas zu verändern. Als ob irgendeiner von euch glaubt, dass irgendeine Partei wirklich dafür da ist, irgendwas zu verändern, Bro. Ehrlich jetzt? Sind wir da noch? Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Ist das kompliziert? Was ist das geringere Übel? Man kann ja trotzdem dahin gehen. Da möchte ich Ihnen mal zwei, drei Beispiele nennen, ja? Um mal, Ihnen mal klarzumachen, was viele von Ihnen noch denken. Ich glaube, es ist gerade wieder internationale Automobilausstellung, oder? Ist doch so, Jürgen, ne? IAA. Wenn Sie auf die IAA gehen, und ich habe das getestet, und ich möchte die Umwelt schützen, dann gehe ich dorthin und ich werde gehen mit einem kleineren Motor. Ein kleinerer Motor, 3 Liter, vielleicht auch mit Strom, dann noch Range Extender. Aber es wird ein Auto sein, ist das richtig? Aber ich bin mit einem Fahrrad gekommen. Ist das nicht viel umweltfreundlicher? Nein, nicht für die Autoindustrie. Und wenn Sie die Umwelt schützen wollen, kaufen Sie gefälligst ein Auto. Sonst sind Sie gegen die Umwelt. Sie können nur die Umwelt schützen, wenn Sie auf die IAA gehen, wenn Sie ein Auto kaufen. Das sagen Ihnen Experten überall. ADAC, alle können Ihnen das bestätigen.
Sie haben doch gar keine Ahnung von Autos. Sie kommen mit einem Fahrrad und wollen auf der IAA erklären, wie man die Umwelt schützt. Kaufen Sie ein Auto. Oder aber, wenn Sie... Der macht es richtig offensichtlich, wie dumm diese ganze Scheiße ist, so, ne? Wie das alles vorne und hinten keinen Sinn macht, so. Aber das kann eigentlich jeder auch checken, weißt du, wenn du einfach nur hinguckst, dass die auf dem Klimagipfel mit einem Privatjet hinfliegen und noch irgendein Schwanz in der Bevölkerung diese Kollegen ernst nimmt und sagt, ja, Digga, stimmt, die haben recht, wir müssen das Klima schützen, wir dürfen kein Auto mehr fahren. So. Wie funktioniert das? Also, was muss bei dir passiert sein, dass du das nicht siehst und das, Bro, ja. Tun wollen für den Italiener in ihrer Straße, der noch kocht, ohne Glutamat und die ganze Grütze, Monsanto-freies Essen, was müssen sie dann machen? Dann gehen sie alle 4 Jahre zu McDonald's und ordern das komplette Menü. Aber sie essen es dann nicht. Sie machen also ihren Zettel ungültig. Sie kaufen das Menü. Das Geld ist in der Kasse. Und ihre Protestnote ist, sie essen es dann nicht. Und dann werden die bei McDonald's mal sehen, was sie davon haben. Solange sie das Produkt kaufen, hat sich das erledigt. Was sie dann nachher machen, ist so scheißegal. Das ist alles, was ich den Wählern sagen möchte. Politische Parteien waren mal eine gute Idee. Aber in dem Moment, wo Millionen Menschen... War das wirklich mal eine gute Idee? Das ist halt die große Frage, mein Jutster. Ihre Stimme abgeben und die Macht auf einige wenige konzentrieren, geben sie diesen Leuten eine Atombombe in die Hand. Und die können damit nicht umgehen. Und wenn sie sich die Wahlplakate da draußen anschauen, egal von wem, und du, gemeinsam erfolgreich, dann müssen sie sich auch die Frage stellen, was ist mit ihnen los, dass eins dieser Plakate überhaupt noch hängt? Dankeschön, Bro. Wieso hängen die denn noch? Na, ich kann Ihnen das sagen. Mit Ihnen kann man's machen. So. Man kann Ihnen diese Scheiße erzählen. Sie wissen nicht, von welchem Erfolg die reden. Aber Sie glauben, jemand muss es... Es gibt diese Person nicht. Der Erfolg ist von keinem spürbar. Es gibt diese Gruppe schon, wo der Erfolg da ist. Aber da gehören Sie nie dazu. Und Sie denken ernsthaft... Ich finde, der bringt das teilweise echt immer sehr gut auf den... Warum hängen die Plakate überhaupt noch? So, daran merkst du, wie dumm wir sind, dass wir sowas hängen lassen, dass wir da mitspielen, dass wir dem vertrauen, dass wir wirklich denken, dass irgendeine Partei uns retten wird oder unsere Interessen vertreten wird oder irgendwas für uns machen wird. So. Wir glauben das, Digga, wir vertrauen dem Shit. Wir denken, wir können, wenn wir unsere Stimme abgeben und irgendwelche anderen über uns regieren lassen, dass die was Gutes mit uns tun. Und dass sie im Interesse haben, dass es uns gut geht, dass wir eine gute Zukunft haben, dass wir eine schöne, vernünftige, gesunde, funktionierende Familie haben und so. Aber wenn die Realisation kommt, dass es denen alles scheißegal ist, so. Deine Gesundheit, deine Familie, dein Leben, dein Job, dein Geld, alles ist denen scheißegal, Bro. Und wenn du das realisiert hast, so, dann fängst du an, selbst zu denken und versuchst für dich und dein Leben, für deine Familie und für das, was du erreichen möchtest, selbst Verantwortung zu übernehmen. Weil das ist der einzige Weg. Diese Menschen, denen kannst du keine Verantwortung geben, weil die auf dich und dein Leben scheißen. So. Holen wir uns unsere Verantwortung zurück und kümmern wir uns selber darum, was wir haben möchten, weißt du? Innerhalb der Gesellschaft. Für unser Leben, für unsere Familie, für unseren, wo wir hin möchten. So, weißt du, wie ich meine? Ach, das geringere Übel zu wählen. Wir brauchen auch keine Politik oder Parteien, damit wir uns miteinander gut verstehen in der Gesellschaft. So. Wir könnten auch einfach sagen, wir grenzen die aus. Wir nehmen die nicht mal mehr ernst. Wir wählen die nicht, wir hören denen nicht zu, wir machen nicht, was die sagen. Wir machen unser eigenes Ding jetzt. Ja, da flattern schon die Eier bei dem einen oder anderen. Weil natürlich wir das die ganze Zeit eingetrichtert bekommen haben, dass wir das folgen müssen. Wir müssen. Alles andere ist kriminell. Ich habe vorhin mit jemandem gesprochen, der ernsthaft darüber nachdenkt, am Samstag zu einer Veranstaltung zu gehen mit Angela Merkel. Und sich das anzuhören. Um sich dann aufzuregen. Warum? Warum machen Sie das? Warum lassen Sie sich von Peer Steinbrück, einem Mann mit 130-Euro-Krawatten, der sich die Ärmel hochgekrempelt hat und ein Sozialdemokrat dann sein möchte, der sein Geld vor den Banken verdient hat, der 92 Milliarden verbaselt hat als Finanzminister und dass der Hypo Real verdacht. Warum lassen Sie sich von diesem Mann erklären, wie wir aus diesem Bankenschlamassel rauskommen? Was tut man Ihnen eigentlich in den Tee?
Fluorid. Was mir spontan einfällt, da sehe ich nichts auf den Wahlplakaten. Was ist denn mit Eurohawk? Was ist denn mit Eurohawk? Was ist denn mit Plagiatsaffäre 1, wenn Sie sich erinnern wollen? Da war doch was. Plagiatsaffäre 2. Armutsbericht gefälscht. Und da ja noch diese NSA, die läuft ja weiter. Der Verfassungsschutz ist ja damit drin. Und da stellt sich Pofalla hin, den kennen Sie vielleicht gar nicht, und sagt, ich erkläre das für beendet. Und Sie denken ernsthaft darüber nach, dahin zu gehen, zu dieser Veranstaltung. Hören Sie auf damit! Da war der Ken noch da, Digga, ich schwör's dir, Alter. Da war er noch da, Bro. Feier ich. Was ist mit Nord Stream? Was mit dir, Rhinox, Bruder, ja? Ich küsse dein Herz, Bruder. Der kommt von Seite und sagt, was ist mit Nord Stream, Bro? What the fuck? Ja, das ist krass. Aber ich finde echt schade, nach Corona, nach dieser ganzen Cancellation, nachdem die ihn seinen Kanal gelöscht haben und auch angegriffen haben, physisch, körperlich, Antifa etc. pp., so hat er ruhig gemacht, hat einen runtergeschaltet, einen Gang, zwei Gänge, drei Gänge, vier Gänge runtergeschaltet, hat sich aus der Öffentlichkeit verpisst, hat sich auf sich selbst konzentriert und ist auch gut und ist auch wichtig und ist auch richtig so. Aber ja, das war auch wichtig, weißt du? Und das wird es immer weniger geben. Immer weniger wird es das geben. Von Jahr zu Jahr, Monat zu Monat, Woche zu Woche wird es immer weniger Menschen geben, die Real Talk machen. Immer weniger. Sie sind daran schuld, dass das so weitergeht, weil Sie das bestätigen. Das ist McDonald's. Und wenn Sie dorthin gehen und Ihr Menü kaufen und bezahlen, spielt es keine Rolle, ob Sie es essen. Haben Sie das verstanden? Das ist doch nicht so schwer. Ich habe gestern Abend ein 10-jähriges Mädchen interviewt, weil ich verzweifle an Ihnen, okay? Verzweifle daran. Ich habe mit ihr einfach darüber gesprochen, über die Metapher, ja? Was Wahlen bedeuten. Ich habe zu ihr gesagt, hör zu, wie alt bist du? 10 Jahre, okay. Was kannst du denn eigentlich zu Hause bestimmen? Na, mir, ja, wenig. Sag ich, kannst du bestimmen, welches Auto deine Eltern fahren? Nein. Kannst du bestimmen, auf welche Schule ihr geht? Nein. Wohin in Urlaub geht? Da könnt ihr sie Vorschläge machen. Okay. Und kannst du die durchsetzen? Nein. Aha. Das heißt, wenn deine Eltern Dinge beschließen, musst du die machen. Da sagt das Mädchen zu mir, ja, aber nur noch 8 Jahre. Die ist 10, ne? So, ich stelle das online morgen, ja? Damit sich das anschauen können. Und sag ich, wieso? Ja, da bin ich 18. Und was ist dann? Dann kann ich mir mich selber bestimmen. Sag ich, aha, du musst noch 8 Jahre warten, dann kannst du dich selber bestimmen. Und bleibst du dann bei deinen Eltern wohnen? Nee, das geht nicht. Das heißt, sie könnte dann schon bei ihren Eltern wohnen bleiben, aber dann würden die Eltern weiterhin über sie bestimmen. Ja. Dann müsste sie ausziehen. Und da habe ich ihr die Frage gestellt, die viele sich ja selber stellen, wenn sie diese Wahlen, ob man das nicht kombinieren könnte. 18 sein, machen, was man will und bei Mutti wohnen bleiben. Nee, das ginge nicht. Die Eltern könnten zwar nicht überall noch über sie bestimmen, aber sie könnten bestimmen, welche Gäste kommen, wann ins Bett gegangen wird und so weiter. Also man müsse sich auch schon dann rausbewegen und das machen. Und da habe ich hier die Frage gestellt, die von Ihnen mir ständig gestellt wird. Wenn man also nicht zu dieser Wahl geht, da stellen mir ja viele die Frage, wie geht's denn dann weiter? Mein Navigationsgerät ist heute kaputt gegangen. Ich habe in meiner eigenen Straße nicht mehr gewusst, wie ich rauskomme. Wie geht's denn dann weiter? Bin einfach rausgefahren. Aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, schwierig, ne? Da gibt es Leute, die fahren direkt in den See, weil das Navigationsgerät sagt, fahr geradeaus. In der Gegend, wo sie sich auskennen. Und berufen sie vor Gericht, das Navigationsgerät hat es gesagt. Also fragt mich dieses Kind. Ja, ich frage das Kind, wie willst du das machen? Du bist doch dann zum ersten Mal erwachsen. Du warst noch nie erwachsen. Und wissen Sie, was dieses Kind zu mir gesagt hat? Und die ist 10. Man kann sich nicht im Leben davor drücken. Die ist 10. Das heißt, ein 10-jähriges Mädchen von der Straße hat vollständig verstanden, was Politik bedeutet. Man muss bei Mutti ausziehen und sich selber darum kümmern. Und ich habe sie gefragt, ja, bist du bereit, dafür auch auf die Schnauze zu fallen? All das, sagt sie, ja, natürlich. Ich will meine eigenen Fehler machen. Ich bin nicht hierher gekommen, um das zu tun, was andere mir sagen. Man kann sich nicht davor drücken. Das ist nicht der Job, den wir haben, dass wir uns davor drücken. Ist das so schwer zu verstehen, wenn das 10-Jährige verstehen? Wir drücken uns alle, indem wir unsere Stimme einem Parteiensystem geben, an das wir alle nicht mehr glauben. Ja. Die Idee war gut, aber jeder...
Kann man drüber streiten, aber ich weiß, was du meinst. Dort sitzt, ist ein Lobbyist, ein Vertreter, dem er gesagt hat, hör zu. Wenn du hier reingehst und das sagst, was wir hören wollen, kriegst du eine supergeile Position. Und damit kriegen sie die Leute. Geld spielt ja keine Rolle. Was willst du denn haben? Ein Haus im Tessin, eine Motorjacht, 10.000 Euro, haben wir. Geld ist nicht das Problem. Jetzt wieder leise. Sie können, wenn Sie Ihre Stimme einer Partei geben, auch dem geringeren Übel, dort nichts erreichen. Sie müssen sich autark und unabhängig machen. Und was müssen Sie davor tun? Andrew, Bro. Aber wenn wir nicht wählen, kommen so Kranke wie die Grünen an die Macht. Andrew, bitte, versteh es einmal. Zusammen, komm, wir machen es zusammen. Wir spielen das nochmal durch. Es ist egal, wer an die Macht kommt. Was durchgesetzt werden soll, wird durchgesetzt. Es ist egal, wer an die Macht kommt. Egal, welche Partei. Egal. Es ist egal. Bro, es ist egal. Andrew, Bruderherz, hör mir zu. Jetzt zusammen. Sitz zu Hause und sag, es ist egal. Es ist egal. Kümmer du dich um dich und dein Leben, mein Jutster. Du hast dein Leben noch vor dir. Mach dein Leben zu einem Traum. Fick auf Politik, Bro. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die interessiert nicht, was du mit deinem Leben machst. Die haben kein Interesse daran. So, die wollen deine Stimme haben. Und dann irgendwelche Dinge über dich entscheiden, wo du selber dich fragst, so, hä? Ja, ich würde mich aber jetzt gerne nicht impfen lassen. Die entscheiden über dich und deinen Kopf hinweg. So. Deswegen ist es egal. Kümmer dich um dich und dein Leben, Bro. Mach was aus deinem Leben. Ich schwör's dir. Bau eine Familie auf, schöne Familie, Liebe. Geh dahin, wo du denkst, wo du glücklich bist. Wo du frei bist, so. Und leb dein Leben, Bro. Und selbst die Grünen, Bro. Die Grünen, wo die gegründet wurden, da waren die ganz anders, als die heute sind, Bruder. Weißt du, wie ich meine? Und da merkst du das. Die werden alle in denselben Korridor, mit denen werden die gleichen Gespräche geführt. Da sind dieselben Leute, die denen sagen, was sie zu tun haben und was sie nicht zu tun haben. Und dann geht das Spiel weiter. Es ist egal, wer die Partei, auch AfD. Ja, AfD gewinnt jetzt. Nächste Bundestagswahl, die gewinnen. Und du wirst nach 2-3 Jahren merken, es war eigentlich scheißegal, Bro. Das ist meine Prophezeiung auf jeden Fall. Sorry, aber du bist ein Träumer und das meine ich nicht abwertend. Wie kannst du das abwertend meinen? Natürlich bin ich ein Träumer. Wenn du nicht mehr träumst und deine Träume anfängst zu leben, bist du tot. Dein Körper lebt vielleicht noch, aber deine Seele ist tot. Sie müssen einfach ganz normal sein. Sie brauchen doch die FDP nicht zum Einparken morgens, oder? Braucht irgendjemand von Ihnen die CDU, weil er nicht weiß, wie viel Taschengeld er seiner Tochter geben möchte? Die brauchen das, das ist ein psychischer Mechanismus so. So wie Kaffee 53 hier. Woher willst du wissen, erst wenn die AfD an der Macht ist, wird man erkennen, ob sie wirklich für das Volk ist. Das ist das, die Menschen brauchen das und dafür sind die auch da, Bro. Damit die Menschen was bekommen, damit die irgendwas haben, wo sie sich drauf verlassen können, damit sie nicht mehr alleine dastehen. Oh, da ist jemand, der hört uns zu. Da ist jemand, der möchte wirklich was für uns tun. Die brauchen das, damit die sich nicht lost fühlen, so gefickt fühlen. Und die Leute haben natürlich gemerkt, dass wir alle verstanden haben, dass diese ganzen Parteien, CDU, diese ganzen Altparteien, alle der gleiche Bullshit sind, so. Weißt du, wie ich meine? Das ist alles der gleiche Bullshit. Und deswegen gibt es diese neuen Parteien, deswegen gibt es diese AfD-Sache, damit man das Gefühl hat, so, ja, Digga, ja, oh, da ist endlich mal wieder jemand und so. Und es wird der nächste auch kommen. Die AfD wird auch in diesem, das ist meine Prognose, so, jeder soll denken, was er möchte, aber die AfD wird auch in diesem, wird da auch mit dazugehören in den nächsten Jahren, Jahrzehnten und wird auch genauso wie alle anderen Parteien, die gegründet wurden, irgendwann einheitsbrei werden und auch nur noch die Dinge tun, die sie zu tun haben. Und dann wird eine neue Partei um die Ecke kommen. Dann wird die neue Alternative kommen. Dann wird eine neue, oh ja, das sind jetzt die und die retten uns jetzt und alles wird besser und so. Das wird es immer wieder geben. Immer wieder. Und das gab es auch bei uns, gerade bei uns in unserem Land auch schon mal ganz schlimm, falls ihr das vergessen habt. So. Und es war auch eine Partei, die den Hang hatte in eine gewisse Richtung, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Aber das nur mal als kleine Anmerkung. Aber es wird es immer wieder geben. Die Menschen brauchen so einen Hoffnungsschimmer so. Man nennt es auch kontrollierte Opposition. Das findet nicht nur in den Parteien statt, das findet wahrscheinlich auch bei den alternativen Medien und so. Es gibt Leute, die werden eingeschleust, damit die Menschen das Gefühl haben, boah, da ist jemand, boah, ja, geil, so. Der wird uns retten.
aber ja nicht versuchen, die Rettung in uns zu suchen, Digga. Weißt du, wie ich meine? Das ist nämlich das, was wichtig ist, so. Dass du die Rettung in dir findest, so. Dass du in dich reinguckst und merkst, ey, ich habe selber eine gewisse Power und Energy und ich kann mein Leben selbst verändern und gestalten, wie ich das möchte. Und ich kann sogar auch einen Einfluss auf die Gesellschaft nehmen, indem ich mich selber verändere und indem ich mich in diese Richtung entwickle, wo ich Menschen gerne hätte, so. Weißt du, wie ich meine? Und das ist das Augenmerk. Da sollten wir uns alle drauf konzentrieren. Nicht auf irgendwelche Parteien, die um die Ecke kommen und euch irgendwas versprechen. Das klappt doch alles. Warum glauben Sie, dass Sie alle 4 Jahre Parteien wählen müssen, damit die für Sie Probleme lösen, denen Sie nach 4 Jahren immer sagen, dass das leider nicht geklappt hat? Denn welche Probleme, die... Dankeschön, Bro. ...vor 4 Jahren uns gesagt hat, die existieren. Es sind ja nicht unsere Probleme. Es sind Probleme, die man für uns erfunden hat. Welche Probleme sind denn verschwunden? Haben wir etwa weniger Hunger auf dieser Welt? Das sind alles Experten, die das machen, ne? Ich bin kein Profi, ich bin kein Experte. Gibt es weniger Waffenexport? Oder gibt es weniger systemrelevante Banken? Existiert dieses Bankensystem noch? Ist es nicht so, dass nach der Wahl man ihn eröffnet wird, dass das mit dem Schuldenschnitt von Griechenland doch passieren wird? War es leider nicht vermeidbar. Und dass das alles so weitergeht. Und dann geht das mit Griechenland so weiter, dann geht das mit Spanien. Ist das nicht so? Das wissen Sie doch schon, oder? Habe ich dich heute bei Spiegel Online gelesen, dass Steinbrück, der es nicht werden wird, mit Merkel jetzt schon über die große Koalition verhandelt? Das heißt, Sie wissen das schon. Warum gehen Sie immer in denselben James-Bond-Film? Mit einem ganz schlechten Schluss. Wenn das wenigstens gut gemacht wäre, dann könnte ich Sie ja verstehen. Aber das sind ganz schlechte Gags. Die haben die Psychologie, Mann, die Psychologie der Massen. Ist ein Buch, müsst ihr euch mal reinziehen so. Die haben uns studiert als Menschen, wie wir funktionieren, wie wir ticken. Und was die uns hinschmeißen müssen, damit wir auf gewisse Dinge auf gewisse Art und Weise reagieren so. Die triggern in unserem Gehirn gewisse Sachen. Genauso mit den Konflikten und mit der Berichterstattung über den Krieg und über das und über dies und über Corona. So, wir hätten niemals alle mitgemacht, wenn die nicht Corona so heftig jeden Tag Angstmacherei und Zahlen und Rot und irgendwelche Karten und so. Die wissen ganz genau, was die mit uns machen so, weißt du? Und es gibt ein paar wenige Menschen, die da ausbrechen, die es schaffen, sich davon nicht beeinflussen zu lassen, ihre Emotionalität zu kontrollieren und sich zu fragen, ey, was passiert hier eigentlich wirklich so? Weißt du? Das ist wie im Film, die Matrix. Da gibt es einige wenige von. Und wir werden immer bekämpft von den Leuten, die erstens diese Entscheidungen treffen und diese Mechanismen nutzen und auch vom Volk, so, weil die nicht verstehen, hä, wie kannst du da nicht mitmachen so? Weißt du? Und das ist die Frage, die ich Ihnen stelle. Dass es diese Parteien gibt, hat ja auch für Sie eine Funktion. Die Funktion ist nämlich, dass wenn Sie Ihre Stimme dort abgeben und die Ihnen Dinge anbieten, die Sie vielleicht wollen oder nicht wollen, die Sie aber da nicht hinbekommen, dass Sie fein raus sind aus der Nummer. Weil Sie wollten ja weniger SUV fahren. Sie wollten weniger... Oh shit, man, mein ganzer Baum ist voller... Der ganze Dschungel hier vor mir ist voller Vögel gerade. Oh shit, Bro. Invasion, die gehört man nicht, ne? AKW-Strom. Sie wollten weniger Fleisch essen, aber das hat die CDU ja gar nicht vorgeschlagen oder konnte das nicht durchsetzen. Und deswegen können Sie das nicht machen. Denn erst wenn die Partei das vorschlägt, können Sie das machen. Niemand von Ihnen kann sagen, ich verzichte auf Fleisch. Er braucht jetzt sein Go von Angela Merkel. Ist das richtig? Oder ist das nicht richtig? Das heißt, in dem Moment, wo Sie aufhören, auf diesen 22. September zu warten und sofort damit anfangen, sind Sie auch selber daran schuld, wenn die Dinge nicht klappen? Und viele von den Dingen werden nicht klappen. Da müssen Sie immer neu anfangen. Weil, Zitat, Sie können sich im Leben nicht davor drücken. Und wissen Sie, woran ich verzweifle ist? Ich betrachte dieses gesamte System, was sich ja über den Globus erstreckt, als eine Art von Titanic. Der Kahn geht unter. Und Sie sind in der 3. oder 2. Klasse. Und Sie hören auf Leute in der 1. Klasse, auf neue Parteien in der 1. Klasse, alles, was die wollen, ist, dass das Captain denen ein bisschen verschoben wird und dass sie daran teilnehmen. Soll das die Rettung sein? Und wenn jemand zu Ihnen sagt, als freier Journalist, es wäre Zeit, in die Boote zu gehen, dann muss der sich dafür rechtfertigen. Wie er denn drauf... Mieser Verschwörungsmystiker, Bro. Canceln. Bekämpfen den Houston. Das könne ja gar nicht sein. Das hätte man ihm dann schon gesagt. Das hat man bei der Titanic ja auch gesagt. 2. und 3. Klasse, ihr geht unter. Wir machen uns Wahl, so, oder? Gab es da eine Durchsage? Nein. Wer war denn am Ende in den Booten? Wer war denn da? Die sich das Ticket leisten konnten. Sie sehen nicht so aus, als ob sie sich das Ticket leisten könnten.
Warum? Ich schwör's dir. Ich bin noch auf diesem Kahn. Hä? Ja? Ich bin gleich fertig. Das ist das, was ich sagen möchte. Einer klatscht, Digga, what the fuck? Sie müssen sich darüber klar werden, dass Sie über die Klinge springen werden. Dass man Sie zum Narren halten wird. Aber Sie sind ja nicht allein, Sie haben ja vielleicht noch Kinder. Und was Sie denen eigentlich sagen wollen? Da sind wir dann auch bei Syrien. Wir wissen, was dort passiert. Uns verkauft man mit Logik, dass wir Syrer bombardieren müssen, die Syrer bombardieren, um Syrer zu retten. Ich schwör's dir. Fuck. Das ist eine Unverschämtheit. Das lese ich in großen Gazetten. Das lese ich auch im Spiegel. Da wird gehetzt. Bei der Bild-Zeitung ja sowieso. Da wird Barack Obama, wenn er sich nicht gleich so einig ist, da wird als Schwächling dargestellt, Zitat, weil er nicht mit dem Baseballschläger dazwischen geht. Was soll denn das sein? Was ist denn das? Was machen denn deutsche Soldaten an der türkisch-syrischen Grenze? Was würden die denn tun, wenn da angegriffen würde, wenn die Syrer sich wehren würden? Den nehmen wir schon wieder an einem Krieg. Und mir ist das persönlich egal, wer uns in diesen Krieg geführt hat, ob es die Grünen waren, die Roten, die Gelben, ist mir scheißegal. Wir haben in diesem Krieg nichts verloren. Sowas mal als Bundeskanzler, Digga. Mal sowas, Bruder. Weißt du, was ich meine? Aber das kannst du vergessen. Erstens wird einer mit einer Meinung eh nie Bundeskanzler. Der hat eine Meinung. Und das alleine ist schon ein Todesurteil eigentlich, wenn du in die Politik rein möchtest, so. Aber stell dir mal vor, Mann, es würde wirklich, Politik würde so funktionieren, dass da Menschen sind, die wirklich was verändern wollen und dass du da eine eigene Meinung haben darfst und dass du wirklich auch vorankommst, wenn du eine eigene Meinung haben darfst und dass auch Menschlichkeit einen Wert hat, so. Stell dir mal vor, es würde Politiker geben, die menschlich sind, die uns menschlich bewegen, so, denen du zuhörst und wo du das Gefühl hast, so krass. Mein Herz, meine Seele spürt da irgendwas, weißt du? Das System ist halt so krass in der Hand, so eine Leute werden gar nicht nach oben kommen, die werden gar nicht dahin kommen, leider, so. Aber das wäre halt eigentlich wirklich, also das müsste wirklich der Indikator dafür sein, ob du jetzt Politiker wirst oder nicht, wenn du wirklich Menschen helfen möchtest und wenn die Menschen das auch fühlen, dass du denen helfen möchtest, so. Und dass du wirklich ein ehrliches, herzliches Interesse daran hast, dass es Menschen besser geht, so. Aber wenn du so ein Typ bist, der empathisch ist, der Menschen helfen möchte und so, dann kommst du, wirst du alles, aber kein Politiker, Bro. Und in dem Moment, wo sie dahin... Und da schreibt einer rein, gibt es, nennt sich AfD. Ah jo, Kopftuchmädchen, sagst du, wa? Legitimieren. Digga, die sollen mir diese. Dass die das dann schon richtig machen. Und nachher werden sie sagen, das wollen. Das ist menschlich, Bro. Klar. Hetzen gegen eine gewisse Religion. Ausländerfeindlich sein. Kontakt mit irgendwelchen Leuten von NPD und so. Das ist menschlich, Bro. Das ist herzlich. Feier ich. Ja nicht. Wissen Sie, diese Parteien, die Sie da heute haben, was Ihr Konzernvertreter sind, das sind Kinder mit Schnellfeuergewehren. Und Ihre Stimme ist die Munition. Und wenn Sie dorthin gehen, bewaffnen Sie die. Und deswegen sind Sie auch mit Schuld. Das muss Ihnen mal klar sein. Die Täter sitzen nämlich hier. Wir sind die Täter, weil wir immer das, wir wissen, was sie machen. Wir geben denen die Stimme und dann spielen wir erstaunt. Für die paar lausigen Arbeitsplätze. Das ist doch scheiße. Das regt mich auf, verstehen Sie? Und dass man das jedem Einzelnen erklären muss. Die Zitate. Es gibt, Real One sagt gerade, es gibt echt zu viele AfD-Bots heutzutage. Ja, Bro, die wurden geschaffen. So, klar. Ist auch, mich fasziniert das auch. Wie viele angeblich kritische Leute auch, weißt du? Die sagen, ey, wir hinterfragen Dinge und so. Und Politik, weiß nicht, sowieso schwierig und so. Die vertrauen in so eine Partei rein, Digga, die im Bundestag sitzt, Bruder. Das ist faszinierend, Bruder. Ist faszinierend. Aber wie ich schon gesagt habe, das ist auch psychisch ein bisschen. Psychologisch, das ist psychisch so. Das ist, die brauchen irgendwas, an was sie sich festhalten können. Das habe ich vorhin schon gesagt. Das ist einfach, wenn alles den Bach runtergeht und dann kommt eine Person, die sagt, ich kann euch retten. Messias-mäßig so. Dann tendieren viele dazu, dem zu glauben, weil die halt dann wenigstens irgendwas haben, an dem sie sich festhalten können. Eine Schlagzeile in einem ARD-Magazin bei Anne Will. Syrien, bringen diese Bomben den Frieden. Überlegen Sie sich das doch mal, wenn Sie in Dresden gewohnt haben oder in Hamburg. Bringen diese Bomben den Frieden. Das ist doch unglaublich. So, Digga, ich schwör's dir. Genau so, Bro. Und genau so auch bei Ukraine. So. Da müssten Sie doch alle sagen, ich zahle dafür keine GEZ-Gebühren mehr, weil das ja die hetzen ja. Aber wir setzen uns davor, wir schauen uns das an und haben keine Zeit, Bücher zu lesen. Und wenn ich bei Facebook etwas länger schreibe, dann sagen Leute, ich sag ganz schön lang.
Ganz schön lang. Sag, was ist denn das? Wenn ich das abtippen würde, wäre das auch lang. Und spielen aber den ganzen Tag irgendwelche Videospiele. Ganz schön lang. Ja, gucken Sie mal an. Die meisten von Ihnen. Das hat er damals gesagt, Bruder. TikTok-Generation ist noch schlimmer geworden, bruv. Das muss ich sagen. Bei mir kommt es nicht raus, oder? Gucken doch Fernsehen, oder? Nein. Nicht mehr. Ganz ehrlich, wir hatten Fernseher zu Hause. Komm, Hände hoch. Komm, Hände hoch. Digga, er ist richtig am Durchdrehen hier. Sie haben keinen Fernseher zu Hause? Ich besuche Sie. Okay, das ist ja der erste Schritt. Ja? Aber Sie wissen genau, was Fernsehen ein Suchtmedium ist. Sie setzen sich davor und gucken sich das an, denken, wieder nichts gesehen. Und in der Zeit, wo Sie das machen, machen Sie etwas anderes nicht. Sie benutzen nicht Ihr Gehirn. Und heute haben wir so viele verschiedene Dinge, ne? Das ist so crazy. Früher gab es nur in Anführungszeichen den Fernseher und vielleicht ein Radio, wenn es hochkommt. Heute gibt es Fernseher, Radio. Dann haben wir Handy. Dann haben wir das Handy, Laptops, Tablets, irgendwas, was uns mit dem Internet connectet. Und da haben wir noch 100 andere verschiedene Möglichkeiten, uns ablenken zu lassen mit irgendeinem Schrott. So. Da gibt's dann Apps, da gibt's Social Media, da gibt's dann YouTube, da gibt's TikTok, da gibt's diese Plattform, Pornos, Bro, wir sind heutzutage zugeschüttet damit und haben uns schon so heftig daran gewöhnt, dass es für viele Leute wie ein Heroinentzug sein würde, wenn die ihr Handy oder ihren Zugang zum Internet nicht mehr hätten. Da sind wir. Lassen Sie sich nicht verführen, aber aus diesem System auszusteigen, heißt nicht auszusteigen. Das eben nicht, wenn Ihnen jemand sagt, bist du nicht demokratisch. Das bedeutet einzusteigen, volldemokrat zu sein, sich um die Dinge zu kümmern, die man wirklich ändern kann. In Ihrer Straße, Ihren Nachbarn, was immer Sie machen können, sich nicht aufhetzen zu lassen gegen die oder die, die Sie gar nicht kennen. Sie müssen diesen Politikern widersprechen, weil die Ihnen aber gar nicht zuhören, dürfen Sie nicht hingehen. Wissen Sie, wie ärmlich oder erbärmlich eine Wahlveranstaltung aussieht, wo keiner ist? Wo nur Angela Merkel zu wem auch immer spricht? Das wäre eine Ansage. Und schauen Sie sich diesen Staat an. Bruder, wenn es so wäre, dann würden sich halt ein paar Leute kaufen. Jeder hat einen Preis. Leider. Führt uns an. Angela Merkel und Herr Jauch. Ja. Ich werde oft von diesem Lovelock zugemüllt auf YouTube und Twitch. Bro, keiner zwingt dich dazu, da abzuhängen, ne? Aber wenn du dir den anguckst, dann ist nicht ganz so schlimm, weißt du? Ich küsse dein Herz. Ja, also irgendwelche ehemaligen Kollegen aus der DDR, die war ja auch eine demokratische Republik, oder? War die demokratisch? War doch demokratisch, stand drauf. Stand doch drauf, Digi. Deutsche Demokratische Republik, Bro, oder? War nicht? Aufsteht, stimmt's. Oder nicht? Und was ist denn die Staatssicherheit gegen das, was heute die NSA macht? Kein Wort sehe ich davon. Warum nicht? Weil ich kann das ja mit Ihnen machen. Sie stehen nicht auf und sagen, Entschuldigung, wir müssen reden. Nein, wenn Herr Porfalla, ein Idiot, sich hinstellt, sagt, beendet. Dann schmunzeln Sie vielleicht hinein, regen sich auf, sagen das vielleicht noch zu Ihrem iPhone, ja, Siri oder so, kommt ja auch von dort. Und dann ist die Sache für Sie erledigt. Dann ist durch der Laden. Und damit müssen Sie aufhören. Corona gibt's nicht mehr, redet kein Schwanz mehr drüber. War doch gestern, Bro. The fuck? So schnelllebige Gesellschaft, sind schon seitdem wieder 3 Kriege ausgebrochen. Und alles, was Sie dafür brauchen, ist Unabhängigkeit. Sie sind unabhängig. Sie kommen auf die Welt unabhängig, okay? Andrew sagt, DDR war doch kommunistisch. Bro, ist doch demokratisch, steht doch drauf. Deutsche Demokratische Republik, Bro. The fuck? Das ist Dings hier, ne? Das ist Ironie. Ein paar Geburtswehen und Sie können nichts. Sie können nicht laufen, Sie können nicht sprechen und das lernen Sie alles. Das haben Sie alles gelernt. Jetzt lernen Sie doch mal wieder, sich aus der Klammer zu befreien, was Ihre Nachbarn denken. Weil eins kann ich Ihnen sagen aus persönlicher Erfahrung, Ihre Nachbarn denken nichts. Sie kennen doch Ihre Nachbarn gar nicht. Sie kennen Ihre Nachbarn nicht und deswegen Ihre Nachbarn denken nichts. Sprechen Sie Ihre Nachbarn mal an, sagen, was denkst du denn eigentlich? Da werden Sie sich wundern, was Sie da hören. Schissi. Was denkst du denn? Was Sie da hören. Da wird einfach nur wiedergegeben, was Sie im Fernsehen gehört haben. Sind Sie mein Nachbar? Hallo. Das wird passieren vielleicht erstmal. Ja? Ich fordere Sie auf, nicht bis zum 22. September zu warten, bis Sie sich entscheiden können. Sie können sich sofort entscheiden. Und dass Leute hierher kommen, sehe ich auch als ein Zeichen, dass sie denken, irgendwas ist nicht so richtig und jetzt muss mir mal irgendjemand sagen, wo der Kurs ist. Was ich Ihnen gesagt habe, das wissen Sie doch alles. Daran ist das nichts Neues daran.
Sie wissen Bescheid. Alles, was Sie jetzt noch tun müssen, ist das, was das 10-jährige Mädchen gesagt hat. Sie können sich nicht davor drücken. Vielen Dank. Wow. Heftiger Typ, Mann. Ken Jebsen. Guter Mann, ich schwör's dir. Ich hoffe, dass es noch irgendwann zustande kommt, dass ich irgendwann einen Talk mit ihm machen werde. Ich schwör dir. Ich mag den Mann wirklich sehr. Liebe geht raus. YouTube, Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Peace out. Geiler Vortrag, Bro. Heftig.